Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Blutelfin Aletris hier am Start. Und ja, wir befinden uns im gemischten Einzel mal wieder, ein bisschen Abwechslung reinbringen und haben hier gerade zwei Rufer mit uns am Start und müssen hier gegen einen Hexenmeister, einen DK und einen Holy Parler ran. Das wird auf jeden Fall in der ersten Runde sehr, sehr schwer. Ich habe auch auf die Frage, wen wir fokussen sollen, keine Antwort bekommen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, dass gegebenenfalls der Hexer vielleicht ein ganz gutes Ziel wäre. Ja, aber wird generell sehr, sehr schwierig, würde ich einfach mal sagen. Ne? Also machen wir uns erstmal hier nichts vor. So, wir können hier schon mal drauf gehen. Der Hexer lässt uns da jetzt zumindest mal ein bisschen Freiraum oder auch nicht. Schickt uns direkt hier ins Nirvana. Ja gut, das war jetzt vermutlich dämlich hier den Dings rauszuhauen. Aber das sieht mir tatsächlich eh ein bisschen danach aus, als wenn das hier wieder so ein Ding wird, wo wieder keiner weiß, wo hinten und vorne ist. Das könnte sich ziehen. Eieieiei. Das könnte sich in der Tat wirklich sehr, sehr ziehen. Weil es sieht nicht gerade danach aus, als wenn das hier irgendwie entweder sehr eindeutig ist. Ja, okay. Die haben mich jetzt irgendwie als Ziel entdeckt. Wir haben... Können halt hier irgendwie noch Survivability einsetzen, indem wir ein bisschen an unsere Buffs denken. Ich bin außer Reichweite. So, hier nochmal schnell einen reingehauen. Zack. Jetzt haben wir hier das aktivierte Gottesschild. Ja, das wird eine Nummer. Ey, leck mich am Arsch. Ja, okay, okay, okay. Okay, Runde verloren. Da hat es unseren Rufer dahin gerafft, unseren DD. Aber es war auch tatsächlich gegen die eine sehr, sehr schwierige Combo, wie ich finde. Sind es jetzt wieder die gleichen? Ist das jetzt wieder die gleiche Konstellation? Ne, wir haben diesmal den DK hier am Start. Okay, so, pass auf. Dann fragen wir ihn mal, wen er fokussen möchte. Vielleicht haben wir da eine bessere Idee in dieser Runde. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, aber auch der scheint nicht wirklich sonderlich kommunikativ zu sein. Dementsprechend müssen wir vermutlich auch hier wieder alleine klarkommen. Wir haben mal wieder den Heiler, der hier heiliges Licht ballert. Ohne Ende. Der DK geht auch direkt drauf. Ganz, ganz kurzer Prozess. Gar kein Vertrag mit irgendwas. Ah, okay. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen weggehen. Uns ein bisschen hier selber auch heraushalten. Ich versuche immer wieder an den Lichtblitz zu denken, den wir casten können. Ja, komm, komm, komm. Ja, wir haben ihn. Yes. Sehr, sehr schön. Wir haben den Heiler gelegt. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, jetzt switchen die Teams hier nochmal. So, ist jetzt die Frage. Fokus. Ich weiß nicht, ob er direkt hier irgendwie fragt. Der Gesundheitsstein hilft natürlich hier ungemein. Das hat sogar gereimt. Und das war noch nicht mal absichtlich. Können wir mal sehen. So, zack, zack. Ja, wie gesagt, mittlerweile auch ja mit der Stangenwaffe hier am Start. Parler plus plus. Wir können einfach mal auf den Parler gehen. Hat ja diese Runde auch geklappt. Ne? Können es zumindest mal versuchen. Bane Sun heißt der Gute hier. Ist auch ein lustiger Name. Vor allem auch ein cooler Name. So, das sieht aber gerade nicht gut aus. Alter Vater, ey.
Jesus Maria, was ist denn hier gerade los? Na, im richtigen Moment brauchen wir den Stun. Aber wir brauchen nicht nur den Stun, wir brauchen auch ganz viel anderes gerade. So, das war vielleicht gar nicht so dumm, gar nicht so schlau. So, wir drücken dem irgendwie. Okay, das läuft gerade noch nicht so gut. Gegebenenfalls sollten wir mal irgendwie gucken, dass wir hier ein bisschen auf Abstand gehen. Aber der DK hängt uns halt sowas von am Arsch, dass wir da nahezu keine Chance haben. Aber wir hätten jetzt hier vielleicht die Chance, uns den Heiler zu schnappen. Aber auch der hat gerade... Ja, komm, 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 komm. Ja, ja, wir konnten den Heiler widerlegen. Sehr, sehr schön. Wir konnten den Heiler widerlegen. Richtig geil. Das hat gut funktioniert. Die werden auch auf den Kollegen gehen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Focus. Fragezeichen. On. Heal Fragezeichen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weiß nicht, der Parler ist jetzt auch hier nicht wieder einer der kommunikativen Art. Dementsprechend kriegen wir da vermutlich auch sehr wenig Informationen raus. Oder nichts von dem, was ich jetzt wissen möchte. So, aber wir müssen natürlich trotzdem gucken, dass wir irgendwie... Lock, okay. KK, er denkt, wir sollten hier auf den Hexenmeister gehen. Können wir natürlich gerne machen an der Stelle. Der Hexer ist, glaube ich, ein... ganz gutes Ziel. So. Ja, und dann würde ich sagen, kloppen wir einfach mal alles raus. Na, der Hexer versucht hier wegzukommen. Alter Vater, was macht mir denn hier so Damage? Wir können halt höchstens versuchen, hier alles irgendwie reinzudrücken. Aber es scheint nicht wirklich leicht zu sein. Vor allem auch... Ja, okay, jetzt hat er uns hier die Forst reingedrückt. Wir hatten leider keinen... Leider Gottes hatten wir kein Dings mehr. Ja, ich hab's verstanden. Alles gut. So, der muss ja auch irgendwie... Ja, auch das, okay. Wäre wirklich sehr daran interessiert, diese Runde auch gewinnen zu können. Aber es ist gerade sehr, sehr, sehr schwer. Wir können hier nur bedingt an dem Hexer dranbleiben, obwohl wir dem jetzt hier richtig drücken und auch hier teilweise irgendwie jenseits... So, wir können jetzt halt hier nochmal... Ja, okay, jetzt haben wir nichts mehr gerade. Wir sind ein bisschen im Stuck drin. Und jetzt hier vielleicht nochmal auf den und dann liegt er. Dann liegt er. Ich weiß nicht, warum die mir gesagt haben, ich soll auf den Lock gehen. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, die waren die ganze Zeit eher ein bisschen auf dem Kollegen. Aber, also die waren irgendwie auf dem Rufer. Und ich habe irgendwie den Hexmeister beschäftigt, obwohl das vermutlich gar nicht so schlecht war. Der konnte ein bisschen, oder hatte ein bisschen mehr Probleme zu casten. Wenn man den dann natürlich lässt, sieht man auch ganz schnell alt aus. Und dementsprechend, ja. Okay, der sagt Lock. Okay, dann packen wir uns den Hexenmeister. Das sollte auch kein Problem sein. So, die sind jetzt hier ein bisschen sehr defensiv. Der kommt hier auch direkt ran. Wir lassen es erstmal auslaufen. Holen uns jetzt erstmal
quasi gar nichts rein. Der hat aber auf jeden Fall schon mal hier gebürstet. Das konnten wir schon mal gut unterbinden hier. Wir versuchen immer am Gegner dran zu bleiben, wenn es geht. Und das geht hier gerade sehr, 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 sehr gut. Obwohl der Kollege sich jetzt wegportet, das ist wiederum weniger gut. Wir können jetzt aber hier den Heiler und der ist down. Und damit haben wir auch die Runde gewonnen. Sehr, sehr, sehr schön. Das klappt doch schon mal sehr gut. Ich habe das Gefühl, das ist hier wirklich ein Update. Wir haben uns jetzt auch vor allem ein paar Sachen hier verzaubert. Hier weise Hingabe drauf. Leider nicht Stufe 3, aber gut, da reicht es leider beim Gold nicht. Hier haben wir die Ringe verzaubert, ne, und haben halt sonst überall geschaut, dass wir die Verstärkungen hier irgendwie ranbekommen. Das macht zumindest Sinn. So, hier würde ich mal wieder sagen, weil der geht relativ gut und schnell down. Da machen wir nichts verkehrt mit. Wir haben bis jetzt die meisten Runden verloren. Ja, mein, wir haben bis jetzt die meisten Runden gewonnen. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, auf jeden Fall hier auf den Heal. Definitiv. Na, okay, das ist schlecht. Wir haben unseren ganzen Burst jetzt gerade verballert, beziehungsweise sind gerade dabei, den zu verballern. Ja, okay. Sehr schön. Wir können jetzt halt hier den Stun raushauen und dem Kollegen jetzt mal richtig hier auf den Sack geben. Scheiße. Irgendwie klappt das gerade nicht so ganz, was wir hier machen wollen. So, wir können dem jetzt hier nochmal da müssen wir ran hier an den Lachs. Der Heiler ist hier auch ziemlich gut beschäftigt mit sich selber, aber auch mit den Leuten. Wir können jetzt zumindest für die nötige Ablenkung sorgen. In Form von, wir drücken dem so viel Damage rein, dass er halt zumindest die anderen nicht so gut okay, das juckt ihn halt gar nicht. Also wirklich. Ja, und da hat es dann leider nicht gereicht. Ich meine, wir haben zwar gewonnen, aber wir haben das letzte Spiel nicht gewonnen. Gab nur 2 mit 4 Siegen jetzt hier. Wir haben aber trotzdem eine Änderung unserer Wertung von 53 und haben 260 Eroberungspunkte gewonnen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war das doch auf jeden Fall ganz okay und erfolgreich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Feedback da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Haut da rein, euer Cyranos. Ciao, ciao.